Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Lange angespielt und zwar heute von The Wandering Village. Ja, ihr erinnert euch recht und auch richtig, wir haben das vor einem Jahr schon mal gespielt, da war es gerade in den Early Access gegangen und wie ihr seht ist es jetzt mittlerweile die Version 0.41, ist seit etwas über einem Jahr jetzt im Early Access und ich dachte mir, lasst uns doch hier nochmal reinschauen. Ich werde euch rechts oben mal verlinken, dieses kurz angespielt von vor einem Jahr. Wem es interessiert, der kann das ja mal vergleichen, wenn er Lust hat, was sich so alles getan hat. Ich habe eine Stunde schon mal vor kurzem jetzt angespielt, um mich so ein bisschen reinzufuchsen. Und muss sagen, ja, Geben macht wirklich Spaß, also wir müssen mal die Musik ein bisschen runterschrauben, das kommt mir extrem laut auf den Ohren vor. So. Es macht Spaß. Worum geht es überhaupt in The Wandering Village? Manche von euch werden das Spiel vielleicht noch gar nicht kennen. Als erstes mal, also zuallererst, der Entwickler ist Strayhorn Studio, der Publisher ist Strayhorn Publishing und Whisper Games. Das Spiel ist ein Aufbau Echtzeit-Strategiespiel, aber man kann natürlich, so wie es meistens ist, in jeder Zeit pausieren. Das Ungewöhnliche an dem Spiel ist, der Name sagt schon und ihr seht es auch oben links, dass wir auf dem Rücken von dem unfassbar großen Tier, dem Onbu, unser Dorf gegründet haben. Also von der Hintergrundgeschichte, so viel weiß ich halt auch nicht. Es kommt jetzt auch nicht so viel rüber, also irgendwie ist die Welt mal wieder untergegangen und unsere Lebewesen hier, die wir hier spielen, sind dann auf den Rücken von Onbu geflüchtet und mit dem reisen wir jetzt durch so eine, ja, teilweise postapokalyptische Welt. Wir versuchen zu überleben, so ein richtiges Ziel habe ich jetzt im Spiel auch noch nicht entdeckt, also ich habe irgendwo gelesen, dass man halt so lange wie es geht überleben soll. Ich hoffe, die implementieren da noch irgendwie in ein Spiel, dass man vielleicht irgendwo an den Punkt gelangen muss, wo die Welt halt noch nicht untergegangen ist oder so, oder einen Kontinent erreichen muss. Irgendwie sowas. Also, dass man hier endlos weiterspielen kann, nur um zu überleben, das fände ich dann ein bisschen meh. Aber wie gesagt, Game ist noch im Early Access, 0.4er Version. Es ist komplett auf Deutsch. Es hat alles, was ein Aufbauherz begehrt. Man kann Kundschaft aussenden, man muss sich um die Bevölkerung kümmern. Je mehr Bevölkerung, desto mehr verlangt die dann halt auch. Dann, man hat einen Forschungsbau, man muss Wissen sammeln aus Ruinen, man kann Kundschaft aussenden, also unfassbar viel. Und man muss natürlich sich auch noch um Onbu kümmern, weil dem Onbu muss es natürlich gut gehen. Wenn es dem Onbu nicht gut geht und wenn der stirbt, ist das Game, glaube ich, auch vorbei. So, genügend geschwätzt. Wir legen mal los. Und es gibt Iron Man Modus. Yes! 10 Folgen, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Wir starten. Am Anfang werde ich euch noch kurz so das Interface erklären, aber relativ flott geht das und dann ballern wir auch schon ins Spiel rein. Tutorial machen wir nicht. Neuling hatte ich gespielt und das kam mir ehrlich gesagt zu einfach vor. Deshalb werden wir erfahrener Spieler machen und Sandbox-Modus, kein manuelles Speichern erlaubt. Dorfbewohner sterben nicht, das lassen wir natürlich weg und Onbu kann auch sterben. 10 Folgen, ich glaube nicht, dass wir da, wie gesagt, bis zu einem Ende kommen oder so. Aber wir lassen uns überraschen. Ich hätte es ja auch bei dem letzten Let's Play nicht gedacht von Terraformers, dass wir in 10 Folgen da ein komplettes Let's Play hinbekommen. Also erfahrener Spieler, eine faire, aber herausfordernde Erfahrung. Du hast etwas Zeit, um deine Siedlung auf die Reise durch gefährlichere Gebiete vorzubereiten. Empfohlen für wiederkehrende Spieler. Also insgesamt habe ich das Spiel jetzt mit der 1 Stunde vom letzten Jahr 2,5 Stunden, 2,6 Stunden oder so gespielt. Ich würde mich jetzt nicht als erfahren bezeichnen, aber wir sind doch Aufbau-Profi. Legen wir los. Sandbox hatte ich ausgewählt. Jawohl, erfahren.
Beende ein Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad, also gibt es doch ein Ende, um Bedrohungen freizuspielen, Modifikatoren, über die du das Spiel herausfordernder gestalten kannst. Ach so, seht ihr mal, den Text habe ich gekonnt ignoriert anscheinend, als ich es vor ein paar Wochen mal angespielt habe. Wusste ich gar nicht mehr, also gibt es da doch ein Ende. Wir legen trotzdem los. So, benenne dein Onbu und ändere sein Aussehen. Da haben wir ja richtig viel. Wir lassen den Onbu. Ich finde den Namen gut. Das Lila gefällt mir. Indigon. Dein Onbu erinnert an Indigon, ein mythisches Wesen, dessen Legenden in Sagen aus dem Norden weitergegeben wurden. Spuren von Phosphor auf seinem Körper geben ein sanftes grünes Leuchten ab. Und es verkörpert Weisheit und Ruhe. Wirkt sich nur auf das Aussehen aus, kann später nicht geändert werden. Auf geht's. Erfahren, kein manuelles Speichern erlaubt, neuer Spielstand. Angespielt. Ange, da fehlt ein S, oder? Ja. Akzeptieren. Oh, ein Intro. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Und da sind wir auf dem Rücken von Onbu. Wir halten erstmal an. Rauszoomen, noch weiter rauszoomen, hat man die Weltkarte sozusagen, was man so sieht. Hier sind wir auf dem Rücken, also hier ist unser Onbu. Und die Strecke können wir Ihnen am Anfang noch nicht vorgeben. Dazu braucht man ein Gebäude. Ich glaube, Horngläser heißt das. Und dann kann man sagen, wenn hier vor uns so eine Kreuzung wäre, geht doch mal in die Richtung oder gehen wir doch mal in die Richtung. Außerdem kann man dann Onbu sagen, leg dich mal schlafen. Zum Beispiel, wenn man durch vergiftetes Gebiet oder so hindurch muss. Hier hat man überall verschiedene Orte, die man besuchen kann mit Kundschaftern. Dazu braucht man aber natürlich auch eine Kundschafterhütte. Und was ich mir kaum das Spiel jetzt angemacht und schon hat das ja Doom Verbesserungsvorschläge. Noch eine größere Karte. Ich weiß nicht, ob es implementiert ist. Wie gesagt, insgesamt 2,6 Stunden gespielt. Dass man irgendwie ein bisschen planen kann seinen Weg. So sieht man halt immer nur diesen kleinen Ausschnitt. Oben links haben wir Ressourcen. Wir können auch mal wieder reingehen hier. Die Perspektive, da sehen wir Onbu. Hier unten hätten wir dann die Befehle, die wir ihm geben könnten, wenn wir einen Hornbläser hätten. Haben wir aber nicht. Noch näher, die nächste Stufe ist dann zum Ranzoomen, dann sind wir direkt auf dem Rücken von Onbu. Oben links, ganz klassisch, wie man es halt so bei Aufbaustrategiespielen kennt: Nahrung, diverse Ressourcen, die wir zum Bauen unserer Gebäude benötigen. Wasser, das wird benötigt, um anzupflanzen. Also, es wird meines Wissens nicht an die Bevölkerung abgegeben, sondern es wird ausschließlich zum Anpflanzen von Ressourcen, also Nahrung verwendet. Wir haben Bäume hier, wir haben riesige Baumstümpfe auf dem Rücken Onbus. Dazu brauchen wir dann aber wieder ein Sägewerk zum Beispiel. Dann haben wir hier solche Auswüchse, Onbu-Stacheln, die bringen ordentlich Ressourcen am Anfang, aber kann geerntet werden, aber reduziert Onbus Vertrauen. Also werden wir das erstmal nicht machen, wenn wir näher ranzoomen. Die Grafik, ich finde die übelst niedlich gemacht. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Auch die Musik ist absolut Zucker. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier hat man Bärensträucher, die kann man ernten. Was kann ich euch noch erzählen? Ja, was wichtig ist, das hatte ich am Anfang auch falsch gemacht. Also es gibt Gebäude, die kann man oder die sollte man halt nur hier auf dieser, ich sag mal, Erde
bauen, weil dort kann man dann gewisse Sachen nur anbauen. Und dann gibt es natürlich auch noch Farmen, die sollte man dann auf dem grünen Gebiet anbauen. Da muss man ein bisschen drauf achten. Hat der Olle Sahaduma am Anfang gleich mal falsch gemacht. Gut, das war's eigentlich. Na, nee, wartet, hier die Forschung. Da. Also, wenn er sagt, ja, so viel ist das ja gar nicht, der Forschungstree. Das ist hier nur ein Reiter, schaut mal. Landwirtschaft gibt's auch noch. Ressourcen gibt's auch noch. Und dann natürlich noch die ganzen Sachen, die mit Onbu zu tun haben. So, und jetzt ist das Ganze auch nochmal etwas aufgesplittet. Und zwar hat man jetzt hier gewisse Ressourcen. Hier oben Wissen, die Wissensressource. Und für manche Forschungen braucht man Wissensressourcen. Für andere benötigt man einfach nur Zeit. Das seht ihr dort. Geschätzte Forschungszeit 3 Tage, geschätzte Forschungszeit 2 Tage. Und hier zum Beispiel braucht man auch einmal Wissen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber jetzt sehe ich es gerade. Baukosten 1. Seht ihr mal. Ich dachte immer nur, für wo das hier direkt explizit dran steht, aber nein, hier, wo die Pfeile sind, braucht man ebenfalls Wissen. Und das Wissen ist natürlich das nächste, was ihr euch fragen werdet. Wo bekommt man denn das Wissen her? Das bekommt man aus Ruinen. Siedlungsruinen. Nö, hier nicht. Siedlung? Da auch nicht. Haben wir gerade keine, oder? Tatsächlich. Also auf der Map gibt es jetzt gerade keine Ruinen, wo wir Wissen herbekämen. Aber ja, so ist es halt. Kurzer Kälteeinbruch. Aha. Ja, wir spielen halt auf Erfahren. Vielleicht hat es damit zu tun. Die Karte ist auch jedes Mal unterschiedlich, wenn man hier ein neues Spiel startet. Außerdem auch jedes Mal unterschiedlich, wie der Rücken von Onbu ausschaut. Und da müssen wir nämlich auch schon die ersten paar Entscheidungen treffen. Hier oben hat man jetzt nochmal Nahrungsdetails. Die Nahrung kann man dann im Verlauf des Spiels immer weiter verbessern. Es ist kalt. Hat natürlich alles Auswirkungen auf das Wachstum von Pflanzen, wo wir mit Onbu hindurchreist. Durch welches Biom? Das ist halt immer in Biome unterteilt. Hier zeigt es an, was Onbu gerade macht. Das ist der Herzschlag Onbus und auch die Uhrzeit. Mit dem Herzschlag weiß ich noch nicht so richtig, was das damit zu tun hat. Luftfeuchtigkeit, könnt ihr euch denken, ebenfalls wichtig für Pflanzen. Hier oben steht da, wie viel Bevölkerung untätig ist. Im Moment sind ja alle untätig. Erntewerkzeuge, kann man sagen, hier erntet mal diesen und diesen Bereich. Alles sehr schön gemacht. Prioritätswerkzeuge. Wenn wir sagen, so jetzt baut mal als allererstes die Steine ab, können wir dann hier die Prioritäten einstellen. Deaktivierungswerkzeuge, ja, kann man diverse Baustellen dann halt deaktivieren. Abriss ist klar. Gebäudemenü, da werden wir viel Zeit drin verbringen. Das ist auch wunderschön alles hier so aufgesplittet. Ihr seht das hier: Bärensammer, Luftbrunnen. Mykologe, da kann man Pilze herstellen. Dazu gehe ich dann aber nach und nach im Verlauf des Spiels ein. Gift, ja, die Leute, die wir hier aufnehmen, können halt teilweise vergiftet sein und dazu braucht man natürlich dann einen Kräutergärtner. Also ihr seht schon, man hat wirklich viel zu tun und die Wege sollten relativ kurz sein. Was ich halt aus meinem kurzen selbst mal angezockt privat sozusagen gelernt habe: Man sollte die Ressource Wasser in die Nähe der Farmen bringen, weil, wie gesagt, das Wasser braucht man ausschließlich, was ich bisher gesehen habe, nur für das Wachstum der Pflanzen. Da müssen wir uns nämlich auch schon Gedanken machen. Am Anfang brauchen wir auch ganz viel Holz und ganz viel Steine. In welche Richtung wollen wir denn auch unsere Hütten bauen? Am Anfang hat man Zelte. Also ich würde vorschlagen, wir können das hier die Mitte Rouge nutzen und uns dann vielleicht hier so nach vorn orientieren. Weil die Gebäude, mit denen man mit Onbo interagieren kann, kann man, oder baut man halt ausschließlich hier vorn.
Und wir können Onbu dann später auch, wenn wir es erforschen, füttern und dann mit dem Hornbläser halt Befehle geben, was er machen soll. Oder was er es machen soll. Deshalb würde ich sagen, hier vielleicht hier unsere Hütten bauen und uns dann so langsam mit Farmen in die Richtung bewegen, sodass wir dann halt hier oben auch die Wassersammler bauen. Aber als allererstes Lagergebäude. Materiallager. Setzen wir einfach mal hier hin. Ampelpfade, dadurch bewegen sich unsere Dorfbewohner schneller. Machen wir so und hier unten können wir dann die Zelte hinbauen. Das finde ich noch ein bisschen, also ich greife schon der Story ein bisschen voraus, Leute, aber ja, wir werden ohnehin noch bis dahin kommen. Also von daher kann ich es euch auch schon vorher erzählen. Man kann die Zelte nicht upgraden. Es ist so, dass man dann neue Gebäude setzt. Das finde ich noch ein bisschen blöd gemacht. Also man ist dann halt gezwungen, die Zelte abzureißen. Oder man lässt sie halt stehen, aber ich habe sie abgerissen und baut dann neue Gebäude. Aber nun gut. Mit Shift können wir es dann halt gespeichert lassen, den Zeltbefehl. In ein Zelt passen 3 Leute, war das so? Ne, 2 sogar nur. Wir sind 16, also bräuchten wir 8, machen wir 10. Ein Zelt kostet 5 Holz, ihr seht schon, das wird alles gar nicht ausreichen, deshalb machen wir erstmal nur. Ja. Dann ein Arbeiterposten. Ja. Den bauen wir hier in die Nähe von dem Materiallager hin. Schwupps. Da brauchen wir auch schon Steine. Da können wir dann explizit sagen, so ihr macht dies, dann jenes, aber das zeige ich euch dann alles. Ein Forschungsgebäude, ganz wichtig, damit wir auch relativ zeitnah anfangen können zu forschen. Könnten wir eigentlich hier so daneben setzen. Und ja, ich habe nur geschaut, ob wir da schon die verbesserten Steine benötigen, die Steinplatten, aber nö, brauchen wir nicht. Dann geht es weiter mit Wassertanks und Silos. Da müssen wir auch mal genau abwarten, wo wir denn dann unsere Farmen, unsere Bauernhöfe hinbauen. Als allererstes könnten wir uns auch erstmal um Bärensammler kümmern, die dann hier die Bären logischerweise einsammeln. Effizienz, es ist halt so ein Ding. Wo haben wir denn die höchste Effizienz? Also hier oben ist es halt 54%. Wenn wir den jetzt hier reinsetzen, ja, setz den mal da rein. Haben wir 67% und dann pflücken die automatisch hier die Bären. Bauernhof warten wir mal noch ab. Steinmetz Zimmermann, das brauchen wir jetzt noch nicht. Mykologe. Pilze als Nahrung für uns, aber halt auch als Nahrung für Onbu. Brauchen wir jetzt im Moment meines Erachtens auch nicht. Kräutergärtner warten wir mal auch noch ab. Erkundung haben wir alles noch nicht erforscht. Was jetzt wichtig wäre, dass die Hütte hier mal zuallererst bauen, also die höchste Priorität setzen, Arbeiterposten. Und wir sagen auch mal schon, gönnt euch mal die Bäume hier. Können wir schön auswählen und sagen, hier bitte nur die Bäume abbauen, sodass die Sträucher halt stehen bleiben für unsere Bärenhütte. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Steine gibt es eigentlich hier nur im Süden. Das gefällt uns natürlich nicht so. Deshalb sollten wir zeitnah vielleicht so einen Steinbruch bauen, den man aber nur in die Nähe von diesen Felsen setzen kann. Aber im Moment erstmal können wir halt nur die Steine hier abbauen. Da steht Ernten, aber wir sagen Abbauen dazu. Da sagen wir auch mal höchste Priorität. Das muss man übrigens vorher einstellen. Jetzt seht ihr es, jetzt wird es gelb. Und dann
bauen die die Steine als erstes ab. Das Holz ist ja relativ nah, die Steine, wie ich es bereits erwähnte, relativ weit weg. So, genügend gequatscht, lassen wir die Leute erstmal machen. Da gehen sie alle an die Arbeit. Alle haben zu tun, alle 16 Leute, 16 Dorfbewohner, die hart arbeiten. Unten links steht dann nochmal alles da, was halt gerade passiert. Zufriedenheit hat man übrigens auch noch hier, wenn man hier draufklickt, sieht man Wohnqualität, Dekoration und so weiter und so fort. Das soll aber jetzt demnächst nochmal ein großes Update kommen. Habe ich irgendwo gelesen, dass da wollen die die ganze Zufriedenheitssache nochmal überarbeiten. Materiallager wurde fertiggestellt und jetzt hat man, wie ihr hier wunderschön seht, den Arbeiterposten und kann sagen, wie viele Leute drin arbeiten sollen. Und da stellen wir die maximale Anzahl ein. 5 Generalists, also Generalisten, die machen alles Mögliche. Ich würde aber mal vorschlagen, wir werden die jetzt erstmal zu Erntern machen. Weil wir brauchen, ihr seht es ja auch schon, unfassbar viel Baumaterial. Und das muss natürlich erstmal alles abgebaut werden. Die Leute, die untätig sind, machen trotzdem Arbeiten, die getan werden müssen. Also wir brauchen jetzt nicht unbedingt, finde ich, 4 solche Arbeiterposten. Aber der Vorteil von so einem Arbeiterposten ist, verwaltet Dorfbewohner und spezialisiert sie als Transport-, Ernte- oder Bauarbeiter. Angestellte, jetzt kommt das Wichtige, Angestellte in diesem Gebäude erhalten einen kleinen Geschwindigkeitsbonus. Aber uns reicht das so aus. Erstmal 1 und da können wir das dann im Nachhinein vielleicht noch umändern, dass wir noch mehr von diesen Arbeiterposten bauen, aber... Wie gesagt, die machen halt auch was, wenn sie auch so untätig sind. So, jetzt können wir eine neue Forschung wählen, weil unser Forschungsgebäude fertig geworden ist. Wir schauen uns das mal im Detail an und wir müssten uns, bevor wir uns hier entscheiden, auch mal angucken, was denn, sehen wir denn schon, was hier auf uns zukommt. Wir haben ja im Moment noch keinen Hornbläser, können also nicht sagen, geh mal in die Richtung oder in die Richtung. Dieses Biom müsste Dschungel sein. Also es ist noch keine Vergiftung oder so akut, so dass wir einen Arzt benötigen. Von daher können wir uns relativ frei entscheiden, was wir denn forschen. Brauchen wir denn unbedingt irgendwas ganz dringend? Das ist das Baumenü. T war, glaube ich, das Forschungsmenü. Ja. Also hier haben wir den Dorfarzt, Kundschafterhütte wäre schön, da könnten wir auch schon ein paar Ressourcen einsammeln. Die Küche ist, ja, die wäre schon wichtig, aber wir können die doch schon bauen, oder? Nee, doch noch nicht. Die ist noch nicht freigeschalten hier. Freigeschalten ist alles das, was so gelb umrandet ist. Na dann bauen wir, lass uns mal die Küche bauen. Weil dadurch können wir, ach, da brauchen wir aber schon Steinplatten und so. Zimmermann und Steinmetz, das sind die, das ist der Steinbruch, was ich euch sagte, das, wo wir dann diese großen Felsbrocken abbauen können. Ihr könnt ja trotzdem mal schon die Küche erforschen. So, das wird jetzt erforscht. Dauert 2 Tage. Und in der Zwischenzeit müssen wir uns dann halt tatsächlich halt auch schon um die verarbeitenden Gebäude kümmern. Ja, Wassertank und so brauchen wir natürlich auch. Hier waren die Zimmermann und Steinmetz. Da werden wir erstmal noch den Trampelpfad anlegen. So. Hier sind 2 Leute automatisch drin. Bärensammler, da fehlt noch einer. 3 Leute sind noch untätig. Brauchen noch mehr Zelte.
Aber erstmal hatten wir ja gesagt, wir wollen hier Zimmermann und Steinmetz bauen. Was ich noch nicht gefunden habe, dass man Gebäude drehen kann. Ich glaube, das ist auch nicht gewollt. Wir lassen hier ein Stückchen frei, falls wir uns entscheiden sollten, hier noch einen Trampelpfad mit hinzubauen. Das ist jetzt der Zimmermann und hier drüben bauen wir dann halt den Steinmetzel. Ich würde es gern drehen wollen, aber habe da tatsächlich noch nichts gefunden. Den können wir ruhig hier unten hinbauen. So. Geschwindigkeit kann man hier hochnehmen. Wollen wir aber erstmal nicht. Nahrungsdetails. Hier oben sieht man, wie lange es dauert. Also hier unten an dieser Statusleiste, bis die Küche erforscht ist. Und es fehlt schon an Holz. Seht ihr das? Müssen wir nochmal hierher gehen und sagen, bitte mal die Bäume hier fällen. Und an Stein fehlt es natürlich auch. Die sind alle aufgebraucht hier. Das sollten wir relativ zeitnah erforschen, diesen Steinbruch. Höchste Priorität bitte. Ist wirklich ein Problem hier. So wie die Karte halt gespawnt ist, dass wir Steine halt nur hier unten haben. Und so ist man auch bei jedem neuen Anfang immer wieder, ja, versucht oder muss man halt machen, andere Wege einzuschlagen, was die Forschung angeht. Hier brauchen wir halt relativ schnell den Steinbruch. Onbu schläft nach wie vor. Hier hat man übrigens die verschiedenen Stati von Onbu. Giftlevels bei 0%. Hunger ist bei 2%, also es geht noch. Je höher, desto mehr Hunger hat er. Und die Müdigkeit ebenso. Je höher die Prozentzahl, umso müder ist er. Jetzt 23%, die müsste eigentlich sinken. 23%, merken wir uns mal, die sollte sinken. Mal Geschwindigkeit kurz hoch machen. Ja. Schaut mal, jetzt sinkt sie. 19% schon. Machen die Geschwindigkeit mal auf zweifache Geschwindigkeit. Geht das alles ein bisschen schneller. Hier ist jetzt eine Person drin und die wandelt Holz permanent in Holzbretter um. Und für den Anfang, da muss man sowieso immer wieder mal mit den Gebäuden interagieren und das gerade halt so einstellen, wie man es benötigt. Wir brauchen halt permanent Holz und Steine, um die dann halt auch weiter zu verarbeiten. Mit einer reicht das hier erstmal aus. Dann sollten wir uns tatsächlich halt auch schon um die Bauernhöfe kümmern. Und die Luftbrunnen sind wichtig. Wir werden aber erstmal einen Bauernhof setzen. Jetzt hier ringsrum die ganzen weißen Punkte, die ihr seht, die können wir mit Feldern voll machen. Ich habe noch nicht rausgefunden, ja, nach 2,5 Stunden ist man da halt auch noch nicht so führend, wie viele Felder denn optimal wären für so eine, für so einen Bauernhof. Kann ich euch leider nicht sagen, aber wir setzen den einfach mal hier hin. Und da wir ja mittlerweile wissen, dass wir halt jetzt Unmengen an Wasser auch gleich benötigen werden, setzen wir hier, na, dann nehmen wir uns die Felder weg. Oh, schaut mal, Onbu wacht auf und der marschiert jetzt gleich los. Da geht's los. Auf den Rücken Onbus. Schön, oder? Onbu geht, ja, sehen wir. Drehen oder so kann man ja nichts. Man sieht aber auch schön, wie unsere Dorfbewohner nach wie vor hier arbeiten. Oder sich hin und her bewegen.
zoomen mal raus, sehen wir schon ein bisschen mehr. Ja, hier halt Kälteeinbruch. Weiß nicht, ob wir da ein Problem mit den Zelten bekommen. Wir haben ja relativ wenig Zelte gebaut, also noch nicht ausreichend viele. So, und hier mal noch den Trampelpfad. Geschwindigkeit nehmen wir nochmal runter. Hier entsteht jetzt der Bauernhof oder ist schon fertig. Da können wir jetzt sagen, so und so viele Leute sollen hier drin arbeiten. Und jetzt sehen wir schon, wir kommen an unser Limit, was die Arbeitskräfte angeht. Und da kann ich euch schon so viel versprechen, ihr werdet halt oft in dem Spiel die Arbeitskräfte hin und her verlagern. Aber das ist in vielen Aufbaustrategiespielen einfach so. Man hat immer irgendwo einen Mangel an Arbeitskräften. Hier steht auch noch ein Symbol da, dass noch keine Felder zugewiesen sind und die, das geht relativ einfach, also es geht komplett einfach. Man kann hier draufklicken und sagen, baut mal jetzt hier die Felder. Man kann es auch mit dem Ziehen dann halt machen, also wir bauen jetzt hier mal auf die Seite 15 Felder hin und werden schauen, ob das dann alles soweit ausreicht. Und was wir auch noch bauen können, bevor wir unsere erste Folge hier in The Wandering Village beenden, Luftbrunnen, die brauchen wir auf jeden Fall. Das sind diese Wassersammler. Da werden wir erstmal einbauen. Und so ein Silo brauchen wir auch noch. Wassertank, so heißt's. Den bauen wir direkt gegenüber. Und Silo, wo die Nahrung eingelagert wird, können wir auch noch mit hier hinbauen. In die Nähe von dem Bauernhof. Und die Küche, wenn wir Glück haben, passt die hier rein. Mal gucken. Das schauen wir uns alles in der nächsten Folge dann an, Leute. Als allererstes aber mal die Priorität noch mit hier hoch machen. Dass das ja zuerst gebaut wird, der Luftbrunnen, dass man stetig neues Wasser dazu bekommen. Ja, was sagt ihr zu dem Game? Wie gesagt, nach 30 Sekunden oder so hatte ich euch ja unser allererstes angespielt. Eine Stunde ging das vor einem Jahr verlinkt. Schaut da mal rein, dann seht ihr, was sich vielleicht in dem Spiel schon alles getan hat. Dann, was haltet ihr generell von dem Game? Gern einen Kommentar da lassen. Und vielleicht kennt es ja der ein oder andere auch schon. Wie gesagt, das Spiel ist schon seit über einem Jahr im Early Access. Mir hat es Spaß gemacht, auch wenn ich es noch nicht so lange gespielt habe. Es ist halt was Besonderes, dass man hier auf dem Rücken von so einem Wesen durch eine relativ apokalyptische Welt schreitet. Schöne Sache, wie ich finde. Die Musik ist absolut entspannt. Die Grafik ist herzallerliebst. Wie ich finde, gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und wir werden die nächsten 9 Folgen hoffentlich weiter gemeinsam hier genießen in The Wandering Village. Also, Däumchen nach oben, was in die Kommentare und ganz wichtig, lasst ein Abo da. Und vielen Dank auch an alle Leute, die schon ein Abo dagelassen haben. Das ist unfassbar große Motivation für mich, hier euch jede Woche zig neue Folgen von diversen Angespielts oder Let's Plays zu geben. Ohne Witz, wirklich genial. Danke dafür, Leute. Und wir sehen uns morgen. Jeden Tag kommt eine neue Folge, falls ich es noch nicht gesagt haben sollte, bis wir die 10 Folgen erreicht haben. Und dann geht's weiter. Mit irgendeinem anderen angespielt oder Let's Play, man wird sehen. Also, das war ja mal eine richtig lange Abmoderation. Meine Güte, da das Olle sah, Doom sich aber wieder komplett verquatscht. Bis morgen, Leute. Ciao, ciao.